Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video. Ich hatte es euch ja versprochen oder angekündigt oder wie auch immer gesagt. Ich habe Massenzeug zum Auspacken von Pokémon und wir wollen heute auspacken diese Tinboxen hier. Ihr seht sie hier alle drei. Die eine hatten wir schon ausgepackt hier, diesen blauen Pokéball im Livestream. Da hatte ich euch das gezeigt, da gab es das zu erraten in der Ratebox von mir, die es immer in jedem Livestream zu erraten gibt. Und da haben wir das ganze Ding einmal ausgepackt und mal geguckt, ob da was drin war. Mittlerweile habe ich nachgeguckt, die beiden Karten, die wir da gezogen haben, waren jetzt nicht ja, wertlos oder so, aber jetzt auch nicht so vom Wert. Ich glaube, um die 4 Euro für ich und die Namen. Und das andere war Wolverock, 2 Euro, Pi mal Daumen. Aber immerhin, ja, und der Spaß daran, der bleibt ja trotzdem. Und die ganzen anderen Karten. Und jetzt haben wir noch zwei. Nämlich einmal diesen schönen Ball hier, der ist noch original verpackt, und diesen schönen Ball hier. Und die werden wir jetzt auspacken in diesem Part. Deswegen wird es, denke ich mal, ein bisschen kürzer, müssen wir mal gucken. Und ja, ihr seht es hier, ich habe hier alles aufgebaut und ein bisschen anders mal gucken. Gerne mal in die Kommentare, wie euch so die Bildausschnitte gefallen, ob das jetzt besser ist oder schlechter oder was auch immer. Also, ich werde die beiden Dinger jetzt einmal von der Folie entfernen und dann währenddessen spiele ich das Intro und danach packen wir aus und gucken mal, was da so drin ist. Viel Spaß! So, meine Lieben, ausgepackt sind sie. Mit welcher fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an und kümmern uns dann um den schönen pinken Pokéball ganz zum Schluss. Ich hatte es irgendwo im Livestream auch schon mal gesagt, ich habe mal keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber das hier ist der Pokéball. Ich finde die generell sehr geil und ich kann die mal aufmachen hier so. Oh, das ist relativ cool, vor allen Dingen, weil ich meine Sammelfiguren, was ich sowieso nicht mache, aber die passen da genau rein hier. Die Alga, Palkia, Arceus, was auch immer von den Farben her. Das passt ganz gut, finde ich. So, wir gucken mal, was wir drin haben. Also als allererstes haben wir hier drin natürlich die Pokémünze, wieder unser Evoli. Evoli. Ich stehe auf Evoli. Kein Geheimnis. Und dann haben wir leider Gottes genau das gleiche, glaube ich, wie beim letzten Mal. Es wird, glaube ich, in allen drin sein. Wir haben drei Booster Packs: zweimal Schaurige Herrschaft und einmal Drachenwandel. Und da werden wir mal gucken, was wir da drin so haben. Und wechseln mal gleich hier runter auf diese Kamera. Und hier sehen wir Schaurige Herrschaft. Damit beginnen wir mit dem Booster Pack. Und ich reiße das hier ganz cool auf, wie ich das immer mache. Ja, und dann sehen wir hier auch schon das erste Kärtchen. Und dann machen wir mal die Karte weg. Und dann war das, glaube ich, immer 1, 2, 3, 4. So, damit das spannend bleibt. Und dann starten wir hier mit unserer Energie, Wasserenergie. Weiter geht's mit einer Trainerkarte, Nebelkristall. Dann haben wir Cattleya, die habe ich als Rainbow Full Art Trainerkarte. Finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir gut, auch vom Artwork. Dann haben wir eine fokussierte Angriffsschrift, nicht Stichrolle, nicht Schriftrolle, eine Stichrolle. Dann unser Nebulak, der ein oder andere hat es eben gerade vielleicht schon mal gesehen, aber die spannenden Karten kommen ja gleich noch. Eliseba haben wir. Wir haben Schneebedeck und was ist denn das hier noch mit Schniebel? Schniebel finde ich auch ganz cool. Und dann haben wir hier ein Flauschling. Mmh, lecker, lecker, lecker auf dem Donut drauf. Und jetzt kommen wir zu den Reverse-Holo-Karte. Hier ist es der Schmetterhandschuhe. Oder die Schmetterhandschuhe sind ja zwei, logischerweise. Und jetzt kommt's. Oh, oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Galazapdos V. Na, richtig geil. Das gefällt mir schon mal. Die habe ich noch nicht. Sehr cool. Ich kann die auch noch mal hier mit in die Karte halten, in die Kamera halten. Aber ich glaube, das ist hier wesentlich besser zu sehen, wenn ich denn die Kamera finde. Man sieht so schön das Hologramm. Sehr, sehr cool. Ihr seht eingeblendet, was die an Wert hat. Aber das beginnt doch schon mal sehr, sehr geil. Da freue ich mich doch. Und weiter geht's mit Booster Pack Nummer 2. Booster Pack. Sehr, sehr geil. Wir legen mal hier unsere geilen Hits hin. Wenn man die mal so sah. Weiter geht's mit Pack Nummer 2. Zack, bumm. Und 1, 2, 3, 4. Spannung liegt in der Luft, liebe Leute. Wir gucken, was wir haben. Natürlich starten wir das Ganze mit einer
Energie. Wir gehen weiter mit Kokuna. Dann haben wir Sejong mit drin. Das sieht übrigens sehr, 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 sehr fröhlich aus. Guck mal, hier ein glückliches Sejong. Woing. Mann, Mann, Mann. Ein uralter Friedhof. Und da haben wir Ladybug, der hat man eben gerade schon gesehen gehabt. Memeon, oh, ich mag Memeon. Memeon mag ich wirklich sehr. War auch mein Start-Pokémon im Pokémon-Schwertschild. Ich hatte die Version Schild, nur mal so am Rande. Weiter geht's mit Ignivore. Sieht auch nicht schlecht aus. Formeo in der Regenform. Ein Pokémon, das ich nicht verstehe, aber gut. Dann haben wir Galaporenta mit seinem riesen Lauch. Wir haben noch ein Formeo in Reverse Holo. Und wir haben... Oh hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da hören wir sie ja gleich nochmal, die Verfahren. Hytera V. Nicht schlecht. Zwei V-Karten aus zwei Booster. Das scheint eine richtig, richtig, richtig gute Tinbox hier zu sein. Mega geil. Innere Kraft. Hytera V. Zweiter Hit aus dem zweiten Booster. So kann es weitergehen. Nummer 3. Und jetzt hier was richtig geiles. Rayquaza zum Beispiel. Das wäre mega. Oder ein Nachtara. Habe ich übrigens noch gar nicht. Nur mal so nebenbei. Wer meinen Instagram-Account verfolgt, der hat gesehen, dass ich mir mittlerweile gegönnt habe, das Mew aus der 25 Jahre Celebration Edition und das Shiny Mew. Und finde ich sehr, sehr geil, die Karte. Sehr, sehr geil. So, kommen wir zu Drachenwandel. Das letzte Booster-Pack. Wir starten natürlich mit der Energie und gehen los mit Amalias Entschluss. Ein Traumball. Warte mal, Traumball, ist es das, was wir hier haben? Nee, ist kein Traumball. Aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können, ist es aber nicht. Wir kommen mit Mundtier. Das sieht aber aggressiv aus. Meine Fresse. Ein Anton. Ich mag Anton. Anton ist super. Zorua. Dann haben wir ein Hippopotas. Wir haben ein Litumid. Wir haben ein Libiscus. Oh. Und wir haben gleich noch ein Libiscus. Hier aber diesmal in Reverse Holo. Und... Meine Fresse, was ist denn das für eine Tinbox? Sehr, sehr geil. Kommen wir jetzt hier mit, wie heißt es, Suicune V. Drei V-Karten, leider keine V-Max mit bei, aber ist ja egal, Mann, Alter. Drei V-Karten, mega cool. Ihr seht den Wert eingeblendet. Hier unten haben wir leider so ein bisschen kleines Whitening mit bei, aber ansonsten sehr, sehr geil. Was für eine geile Box. Mensch, ey, bin ja richtig zufrieden mit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir zur zweiten und damit zur letzten Box und dann ist das ganze Ding auch schon fertig. Wir packen das jetzt hier aus und... Oh, sehr, sehr geil. Was haben wir hier? Drei Booster-Packs und ich zeige euch natürlich den absolut geilsten Coin, weil er riesengroß ist und nicht rauskommen will. Es ist ein Evoli. Ich mag Evoli, Déjà-vu, oder? So, und was haben wir hier drin? Drachenwandel und zweimal schaurige Herrschaft. Machen wir genauso weiter, wie wir angefangen haben. Wir beginnen mit den schaurigen Herrschaft Booster Packs und gucken, ob wir hier genauso weitermachen können, wie wir eben gerade angefangen haben. Nämlich mit den geilen Hits hier drinne. Wir starten wieder mit einer Energiekarte und dann kommen wir mit Handschuhe der Redlichkeit und Handschuhe der Redlichkeit und Handschuhe, nee, ein Glück, Gala, Brustpanzer, wäre ja blöd gewesen. Dann kommen wir weiter mit einem Raffel. Das sieht lustig aus. Guck mal, das rennt weg vor uns. Hier hinten zu dem Baum. Sehr, sehr gut. Schuppelt als nächstes und ein Smogon. Dann haben wir einen Galamakabaya mit bei, auch nicht schlecht. Ein Schneebedeck, das hatten wir schon mal, das gleiche. Und wir kommen mit einem Ui, ein Shaymin in Reverse Holo. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Da können wir, glaube ich, auch kurz gucken hier direkt. Ja, 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 ja. Ich auf jeden Fall von der Seltenheit hier unten ist es zu erkennen, wenn ihr das erkennen könnt. Selten, aber in Reverse Holo. Und meine Fresse, was ist hier los? Es ist Galaarctos V. Die heute los, die vierte V-Karte in Folge. Mega geil, ich freue mich. Guckt euch das Ding an. Was ein Schmuckstück. Habe ich auch noch nicht. Mega geil. Galaarctos V. Die vierte V-Karte in Folge. Und dazu packen wir auch mal hier mit hin. Das Shaymin in Reverse Holo kann man nicht meckern. Alter Falter. Wenn jetzt hier Mill drin ist, dann wäre das noch nicht mal mehr schlimm. Weil, was ist das bitte? Was ist das für eine Ausbeute, die wir hier heute haben?
bin ja mehrheitsbegeistert. Halleluja, Halleluja. So, hier, Müll, komm zum Müll. Machen wir einfach so weiter, würde ich sagen, Leute. Hier mit einer Energiekarte. Hat man noch nicht. Und dann haben wir die Unkrauthandschuhe. Sehr gut, ich komme aus dem Urlaub. Das heißt, Unkrautjäten ist hier viel, mache ich nicht. Sophora, kenne ich auch nicht. Trägt auf jeden Fall eine Schleife hier oben im Haar. Guck mal da, die Sophora mit der Schleife im Haar. Und dann haben wir eine Ärztin. Immer schön, wenn die Leute keine Namen haben. Ärztin. Da haben wir unser Raffel, das hatten wir schon mal. Wir haben einen Schuppe, das hatten wir heute auch schon mal. So wie Smogon in der gleichen Reihenfolge. Und Galamakabaya hatten wir auch schon. Das Schneebedeckt zum dritten Mal. Und wir kommen mit einem, was ist das? Ampharos. Ampharos, auch in Reverse Ruhe, auch eine seltene Karte. Müssen wir mal gucken, ob das Ding hier was wert hat. Ihr werdet das schon sehen. Und na gut, jetzt haben wir mal nichts. Calamanero sieht trotzdem cool aus. Ja, ich komme gerade, wie gesagt, aus dem Urlaub von der Ostsee. Da gab es das, glaube ich, abends auf dem Tisch. Calamanero. Gut, nichts Besonderes. Aber wir haben ja noch ein Booster-Pack. Und selbst wenn, ihr seht es ja hier, was wir hier unten schon aufgebaut haben. Oder liegen haben. Wir können uns heute überhaupt nicht beklagen. In keinster Art und Weise. So, die letzten Karten. Los geht es. Wir starten mit einer Energiekarte. Dann kommen wir mit Lombrero. Und ein Draschel. Wir haben einen Boost-Shake. Chick, 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 chick. Und kommt zum Yorklef. Dieser kleine Hund. Dann haben wir hier ein Hippopotas. Weiter geht's mit Barschwa. Cortini. Flecknoil. Wir kommen zu einem Samurzel in Reverse Holo. Sehr, sehr cool. Und gar nichts, ein Gaunux. Das ist überhaupt nichts. Nichts, nichts, nichts. Also die letzten beiden waren Mumpels. Aber ey, ganz ehrlich, Leute. Wir haben 6 Booster geöffnet und haben 5 Hits. Hier weiß ich nicht ganz genau, was mit dem ist. Aber wir haben ein Galazapdos V. Wir haben ein Hytera V. Wir haben ein Suicune V. Und wir haben ein Galarctos V. Wir haben einfach mal 2 der legendären Vogel-Pokémon von in der Galar-Form. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir die gefangen haben. Das war ein Krampf. Ein bisschen. Vor allen Dingen die beiden. Ich glaube, die beiden waren die schlimm. Oder? Also auf jeden Fall das Galarctos V. Das war Katastrophe. Also V nicht, aber Galarctos. Ihr wisst es. Jo, das war auf jeden Fall in den beiden drin. Das heißt, insgesamt haben wir in den 3 Tinboxen, in den 3 unterschiedlichen Tinboxen, hatten wir jetzt sozusagen 6 V-Karten drin mit dem Kovanospa und dem Wolverov, die ja in dem anderen schon mit drin waren. Das heißt, aus 9 Boostern haben wir einfach mal 6 V-Karten gezogen. Leider nichts wirklich so BAM, so ein Brecher. Ihr habt die Preise unten eingeblendet gesehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir öffnen demnächst noch alle anderen Pokéboxen. Da habe ich richtig Freude drauf und Spaß drauf. Wir haben noch so viel, ich kann es gar nicht aufzählen, was wir da alles haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.